Ja, hallo Leute, hier ist der Snow Leopard 123456 und ich habe wieder ein weiteres iMovie 11 Video für euch. Und zwar heute mit der Tonbearbeitung. Letztes Mal hatte ich ja die Trailer-Funktion. Dazu werde ich euch den Link zu dem Video in die Beschreibung stellen. Wir erstellen einfach ein neues Projekt, das wir Test nennen und klicken auf Erstellen. Dann werden wir hier wieder mein iLife 11 Unboxing nehmen. Da werde ich euch auch den Link in die Beschreibung stellen. Wir nehmen hier einfach einen Teil. Ja, so müsste das passen. Und fügen den hier ein. Dann müssen wir noch die Framerate ändern. Und dann seht ihr hier schon diese blauen Linien. Das ist der Ton, den ihr hier super bearbeiten können. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir jetzt den Ton, also den könnt ihr so ein- und ausblenden. So, hier, wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr den Ton leiser bis auf 0% oder lauter bis zu 500%, was ziemlich cool ist. Aber ich werde dann jetzt mal auf 100% belassen. Dann könnt ihr noch teilweise, also kapitelweise, den Ton verändern, indem ihr einfach eine bestimmte Stelle auswählt. Zum Beispiel diese hier. Diese wollen wir jetzt ganz leise. Oder diese wollen wir normal. Und die anderen zwei wollen wir ganz leise. So, machen wir mal ganz leise. Dann wählen wir diese bestimmte Stelle aus. Und diese Stelle machen wir wieder lauter. Und zwar normal, 100%. Dann habt ihr hier noch diese Punkte, Entschuldigung, hier habt ihr noch diese Punkte, mit denen ihr den Übergang schön regeln könnt. So, das wäre dann das. Und so geht's heraus. Designed by Apple in California. Ja, dann könnt ihr noch verschiedene Effekte hinzufügen, also Musikeffekte, also geht ihr einfach auf Clip-Anpassung und dann auf Audio-Effekte. Da klickt ihr einfach hier und dann könnt ihr zum Beispiel ohne Und so geht's raus. Designed by Apple in California. Oder das Ganze kosmisch. Und so geht's raus. Designed by Apple in California. Ja. Diese Funktion finde ich ziemlich lustig und ich werde sie jetzt auch häufiger verwenden. Hier könnt ihr noch Audio verändern und zwar mit dem Equalizer könnt ihr genau einstellen, wo der Bass vielleicht herausgenommen werden soll. Ja, das war's von mir auch schon wieder und ich bin das Snow Leopard 123456 und sage Tschüss.